Das Thema ist Modernisierung des Gesundheitswesens. Im Zuge der Modernisierung des Gesundheitswesens wurden Verträge abgeschlossen, die das Ziel der gemeinsamen Versorgung der Patientinnen und Patienten verfolgten. Es sollten einheitliche Behandlungsketten organisiert werden, um Qualitätsverluste zu vermeiden. Aber es sollten natürlich auch die Wirtschaftlichkeitsverluste verhindert werden. Diese Verträge gelten zwar zurzeit nur für einen kleineren Teil der Versicherten. Es gibt auch regionale Unterschiede. Es gibt auch Unterschiede in Bezug auf die Erkrankung und Behandlung. Auch für Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen werden sich diese Verträge zur integrierten Versorgung weiter ausbreiten. Diese Verträge bieten die Möglichkeit, Pflegesätze, Vergütungen und Rahmenverträge mit Kassen abzuschließen und so insgesamt eine sichere Planung und Wirtschaftlichkeit zu organisieren. Das Thema ist Modernisierung des Gesundheitswesens. Im Zuge der Modernisierung des Gesundheitswesens wurden Verträge abgeschlossen, die das Ziel der gemeinsamen Versorgung der Patientinnen und Patienten verfolgten. Es sollten einheitliche Behandlungsketten organisiert werden, um Qualitätsverluste zu vermeiden. Aber es sollten natürlich auch die Wirtschaftlichkeitsverluste verhindert werden. Diese Verträge gelten zwar zurzeit nur für einen kleineren Teil der Versicherten. Es gibt auch regionale Unterschiede. Es gibt auch Unterschiede in Bezug auf die Erkrankung und Behandlung. Auch für Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen werden sich diese Verträge zur integrierten Versorgung weiter ausbreiten. Diese Verträge bieten die Möglichkeit, Pflegesätze, Vergütungen und Rahmenverträge mit Kassen abzuschließen und so insgesamt